Moin Moin und willkommen zurück zu Subnautica. So, ja, also ich habe hier immer noch ein Problem. Oben sieht man das gerade, die Energie steigt langsam wieder. Ja, die haute nur so gerade so eben hin. Sobald Nacht war, fallen ja die Solarzellen aus, die wir hier haben. Und dann, ja, haben wir Minusenergie. Und deswegen stand ich vorhin ohne Energie da, konnte nichts mehr machen. Und deswegen kommt jetzt doch der letzte Plan zum Einsatz. Und zwar hier dachte ich mir, bauen wir einen Kernreaktor hin. Ja, die ganzen Sachen hatte ich schon im Inventar. Ich habe auch zwei Brennstäbe vorbereiten können. Okay, ja. So, zwei Brennstäbe habe ich schon mal vorbereitet. Für mehr haben wir kein Urankristall mehr. Genau. Ich glaube, er machte 150 Energie pro Minute. Solarzellen 25, der Bioreaktor 60. Weiß das nicht mehr genau. Wärmekraftwerk, ja, keine Ahnung. Je nachdem, wie dicht es halt an der Hitzequelle ist, ich glaube 50. Wir können noch mal gucken, ob wir jetzt eine weitere Wärmequelle angezeigt bekommen. Glaube ich aber nicht. Aber vielleicht hier. Der Kernreaktor sollte aber die Energie schön hochhalten. So. Immer noch nur eine Wärmequelle. Ich war wirklich davon überzeugt, dass hier zwei in der Gegend waren. Naja. Okay. Okay. Halt, wir können hier gucken, ob wir was Nützliches anmachen können. Ob Nützliches. Basaltblei, Daten, Fragment, Gelsack, heißes Gebiet, Kalkstein, Kreaturen, ein Kristallinien. Kupfererz ist leider nur das zum Abbauen. Aber das machen wir mal. Wir scannen mal nach Kübererz. Kübererz. Dann können wir das ja mit dem Krebsanzug abbauen und uns so vielleicht das eine oder andere Küpferchen noch zwischendurch besorgen. Jetzt renne ich schon wieder zurück, denn ich wollte. Ne? Oh. Oh. Nur ein Salz, okay. Ich hatte gehofft, hier hätten noch wieder ein Wässerchen. So, gucken wir mal eben, können wir hier einen Schrank hinsetzen? Ja. Vermute mal, dass wir genau zwei dazwischen kriegen können. Fischchen. So, den haben wir da schon mal stehen. Für den zweiten habe ich leider nicht genug Material dabei. Glorreis. Dieses Glorreis fehlt. Runter. Zurück. Wir gehen zurück. Dann hauen wir eben den letzten Rest raus, den ich hier in der Tasche noch habe. Dort die Torn. Und hier einfach den Rest in eine Muddelkammer sozusagen. Einmal Wasser haben wir noch, schlucken wir auch gleich mal. Ich weiß nicht, ob wir davon noch welche an Bord haben. An Bord. Ich hoffe es. Aber bisher wurden wir ja gut mit den violetten Tafeln versorgt. Ne? Also wenn wir die brauchen, lagen wir meistens in der Gegend auch rum. Welcome aboard. Captain. Danke. Super. So, einen Moment. So, wieder da. Da musste ich mir das Näschen putzen. Ich glaube, ich habe alles rausgeräumt. So, Zauberschrank, ja. Hey. Hey. Okay, ich habe nicht alles rausgeräumt, aber die fünf Dinger, die machen den Braten jetzt noch nicht fertig. Na gut, ich habe noch ein bisschen mehr liegen. Aber ansonsten, die Schränke sind ja leer, also ich habe jetzt keine Lust, die noch weiter rauszuräumen. Ich möchte auf große Fort gehen, ne? Auf große Fahrtmaschinen aus. Hier machen wir mal Maschinen. Powering up. Das ist super. So, 77% Energie, 1500 Meter können wir runter. Module weitere nicht gebaut. Da fehlt doch was. Da fehlt doch was zwischen. So, da unten ist das Wärmedingsbums, aber, ich glaube, von hier aus kommen wir da nicht hin, ne? Jetzt überlege ich gerade, oder wollen wir mit der Seemotte versuchen, den Zugang zu finden? Ich glaube, das wäre gerade ein bisschen besser, weil die ein bisschen wendiger und schneller ist. Genau, haben wir hier noch eine
Kühe. Ja. Nehmen wir noch das Wässerchen. Oh, Pipiwasser. Wir nehmen noch etwas Pipiwasser mit. Nährstoffblock. Das violette Dingsbums. Obwohl, nee, eins lassen wir hier. Haben wir Batterien im Inventar? Ja. Ich hoffe, die sind auch voll. Weil die Batterie vom Seegleiter ist fast alle. Hui. Welcome aboard, Captain. Ach, ist das nicht schön. So, 900 Meter kommen wir runter. All systems online. All systems online. Denn da müssen wir hin. Und ich glaube, hier geht das nur in diese Richtung weiter nach unten. Ich will mal eben auf die 200 Meter. Nicht, dass das wieder falsch angezeigt wird und gleich knackt unser Schiff weg. Nee, passt. Die Post. Uns fehlt auch noch zum Stasegewehr der zweite Forschungsdingsbums, ne? Fällt mir mal eben so ein. Ich habe meine Dingskugel gar nicht dabei, glaube ich. Meine saug doch mal die Ressourcen an, Kugel. Mist. Oh, Kupfererz. Ja, das finde ich so verwirrend, wenn man von der Basis so das Interieur sieht, ne? Oder halt bestimmte Teile, ne? Achso, nee. Ich wollte mich gerade freuen, er zeigt doch die Brocken an, aber nein, er zeigt tatsächlich nur die großen an, ne? So, da müssen wir hin. Zwei im Sinn. Aber da kommen wir schon mal nicht hin. Der Zugang kann ja sonst wo sein. Ne? Kann auch sein, dass wir tatsächlich durch das Ding da durch müssen. Durch den Tunnel, durch den wir ja vorher schon gegangen sind. Jetzt will ich gerade, in welchem Wrack wir das Stasegewehr überhaupt gefunden haben. So, hier sind einige Laderockler, weil ich hatte ja den Cell Cage gelöscht. Patsch, patsch. Noch ein Wrack. So, 160 Meter. 1400 Meter. Wir entfernen uns langsam davon. Ne? Da ist noch ein Wrack. Man sieht die Türen. Hatten wir das oder haben wir das nicht? Patsch. Patsch, patsch. Ja, das hast du davon. Hey! Aha. Wo kommen wir denn hier rein? Wo kommen wir denn hier rein? Also die Türen sehen alles. Ich hab's gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Warum? Warum, Kumpel? Ah. Licht an. So. Nee. Da. Da. Okay, sammeln wir ein bisschen Wasser ein. Die Laborausrüstung hatten wir schon. Glaube ich. Also das eine Ding, was ich da gerade aufgesammelt habe, weiß ich nicht. Ich bin hier eigentlich rein in der Hoffnung, dass das der Kasten mit der mit dem Stasegewehr sein könnte. Tun getan, gehabt gewollt. So, wo ist denn der schneidige Brenner? Reparatur, Schneidbrenner. Ey. Nein, den da.
Brutzel, brutzel, brutzel die Tür auf. So. Hey, Pulle. Lecker Schmecker. Was haben wir denn hier? Schnickschnack. Okay. Probenbehälter. Baseball-Cappies. Sind ganz wichtig. Ultra wichtig. Nehmen wir. Oh, Kaffeeautomat. Yay. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay. Das war wohl nix, ne? Möglicherweise habe ich etwas übersehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, wie schade. So. Ey. Ja, das hat uns nun auch nicht viel weitergebracht, ne? Auch nicht viel weiter. Wärmekraftwerk da. 1500 Meter. Ich versuche so einen Zugang zu finden, ne? Also irgendeinen Zugang zu irgendwas. Patsch, patsch, patsch. Ja, sonst müssen wir tatsächlich hier Lost River. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie das war, als wir das erste Mal da rein sind. In den Lost River. Ob der Verbindung hatte zum Wärmekraftwerk oder ob das ein separater Zugang war. Ja, Kapsel 13 waren wir, glaube ich, schon. Obwohl, da liegt wieder ein PDA, ne? Ich weiß nicht, ob der respawnt. Ja, respawnt. Sonst hätten wir jetzt nachgekriegt. Door. Patsch, patsch. Na, Lithium nehme ich jetzt nicht mit. Nein, nein, weg! 47%. 42%. Okay. Nein, nicht Laserschneider. Reparaturwerkzeug. Gut, wir ziehen hier eben nochmal eine kleine Tour durch und wenn der Weg zu finden ist, dann versuchen wir es über den Lost River. Obwohl, ich denke, wir müssten auch viel weiter raus, ne? Ja, quietscht ihr mal rum. Da haben wir doch was. Ich weiß nicht, was sie uns antun können, wenn wir in der Seemaute sitzen. Direkt nach unten. Immer tiefer. Ach, hier wird schon wieder nicht alles aufgebaut, ne? Ah. Okay, hier haben wir definitiv Zugang, der auch Richtung Lost River geht, ne? Also da hat man ja das grüne Geblubber unten. Was sagt unsere Energie? 86. Ist okay. Das ist okay. Sieht eigentlich gut aus, ne? Oh, das sieht alles so falsch aus. Oh, Leviathan. Leviathan. Also hier so grafisch, finde ich, sieht das irgendwie falsch aus. Kann das gar nicht beschreiben.
Ich weiß gar nicht, ob wir eine Energiezelle hier im Kofferraum noch drin haben. Ich hoffe es. Genau. Und abwärts. Hui. Naja, mit Turbo wäre es hui. Ja. Ich würde mal sagen, das hier ist ein guter Weg, ne? Wir sind allerdings jetzt schon auf 800 Meter. Quasi an der Grenze. Fast an der Grenze. West. Oh, da sieht man auch eine Struktur. Hä? Ich dachte, das wäre eine grüne Lichtsäule. Aber nö. Ist ein Unterwasser-Wasserfall. Ich befürchte, wir sind gleich wieder bei dieser Seuchenstation. Jo. Ach, da oben kann man die Aurora durchbacken sehen. Nein. Ja. Okay, wir sehen, wir kommen mit dem Bötchen hier nicht weit genug runter. Aber der Lost River scheint dahin zu führen. Oh, graublauer Raucher. Nein, ich bin nicht da. Rein vorsichtshalber. Nee, 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 nee. Da paddelt er. Achso. Ich dachte, da wäre so Top-Secret-Durchgang. Du siehst mich nicht? Okay. Ah, der hat jetzt ein rotleuchtendes Inneres anscheinend bekommen. Naja. Na, Dickschädel. In die Richtung sind wir, glaube ich, rausgeschwommen. So viel zu erkunden. So, dann müssten ja gleich die schwebenden Steine hier auftauchen. Denk ich. Da. Doa. Okay. Standbild. Nein, ich sag nichts mehr zur Performance. Die hat man gar nicht entdeckt, ne? Flipper! Nein! Wie schwimmen an die Oberfläche? Hat der uns... Oh, ich dachte gerade. Ich dachte, der hätte uns die gesamte Energie gekostet oder so. Tatsächlich. Und zwar hier rein. Okay, hier rein geht nicht. Hier rein geht aber. Hau ab. So, hier haben wir ein Alien-Habitat-Dingsbums. Muss das sein? Jetzt ehrlich. Ich will ein bisschen erkunden. PDA? Yeah. Katastrophe irgendwas. Taste können wir nicht mehr. Ach, jetzt gib doch mal Ruhe da. So, da wäre vielleicht was drin gewesen. Ist auch nichts drin. Schade. Oh. 177 Duft. Ja, Labor. Probenbehälter. Kreaturenei. Super special geheimes Kreaturenei. Oder so. Der orange Schlüssel.
funktionsfähig. Vielleicht wird das ja alles mal funktionsfähig irgendwann. Da muss man so im eigenen Labor ein bisschen rumforschen. Wurde bereits erforscht. Yeah. Okay. Kinders. Aua. Mit dem Schädel dagegen, glaube ich. Also das sieht danach aus, als wäre da noch viel mehr, ne? Aber, okay, in welche Richtung müssen wir? Ich glaube in diese. Also, stimmt, da ist noch eine Etage drunter, da waren wir noch gar nicht drin. Wir sind auf 40% Damage. Nein! Wer mal folgt, kommen die mit? Nein. So, der große Reparateur. Die beißen? Okay. Das ist ja gerade zum Beißgeräusch gemacht. Lassen Sie sich davon beeinflussen oder nicht? Jo, sieht so aus. Als ob er sein Heil in der Flucht sucht. Hau ab. So. So was finde ich ja richtig cool, ne? Wenn man so irgendwelche Secret-Dinger hat, da kann man dann erforschen und Sachen finden. Und irgendwo hier. Oh. Van Graaff. Van Graaff. World Best. Okay. Oh, halt. Da. PDA. Wir hatten gerade was zum Scan, als ich hier reingeschwommen bin. Zeigt er was zum Scannen an. Ja, Sporttasche. Immer gut. Kaffeemat. Der hat doch kurz ein Scan-Zeichen abgegeben, ja. Menno. Noch eine Sporttasche? Inventar ist voll. Ups. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Öffnen. Nichts drin. Aufnehmen. 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 Öffnen. Öffnen. Nichts drin. Gut. Dann lohnt sich das auch gar nicht. Wo ist denn hier was zum Scannen? Das macht mich wahnsinnig. Gut, wirklich was Interessantes ist jetzt hier auch nicht mehr. So, Krebsanzug. In die Richtung ist die Heimat. Also, ja, wenn wir nach unten paddeln, hilft uns das auch nicht weiter, ne? Wir müssen irgendwie weiter nach oben. Da so. Freiheit. Kannst du quieten, so viel du willst. Such dir was anderes zum Spielen. Okay, dann paddeln wir gleich mit dem Krebsanzug mit der Nautilus nach unten hin. Was? Okay. Ja, Kupfererz gibt's hier reichlich. Muss man sich nicht so viel Sorgen drum machen, glaube ich. Mm-mm-mm-mm-mm.
Ja. Also schön finde ich, dass man diese großen Brain-Krebse da auch mit dem Elektrosystem hier also abhalten kann, mit dem Verleitungssystem. Ja, gleich. So würde ich sagen, ist nur noch der Leviathan und die Blitzaale. Boah, laut. Ja. Also nur noch der Leviathan und die Blitzaale immun dagegen. Leviathan halt, weil einfach viel zu groß. Und die Blitzaale, weil, ja, haben ja halt Strom. So, jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen Habhaber machen. 2, 3, 4. Ja, okay, Inventarvoll. Ja. Vital signs stabilizing. So. Hier, Messer, 1. Nein, 1. Zap, zap. Immer schön anpflanzen. Und das Kreaturenei, das. Vielleicht ist das ja so ein Tentakel-Riesendingsbums. Gleich mal. Tschüss. Die Baseball-Cabbies. Also man kann die wohl drehen mit dem Mausrad, aber das Mausrad ist auch dazu da, um durch die Waffen durchzuschalten und deswegen haut das wohl nicht hin, denke ich. Also so erkläre ich mir das gerade. Müssen leider damit leben, dass sie hier verkehrt rum drauf sind. Also noch doppelt. Wie enttäuschend. Okay. Da ist angepflanzt. Ein bisschen Futter können wir immer noch vertragen. So. Laborgerät. Ach, wir haben so einen schon. Wie schade. Maschinenprobenbehälter. Patsch. So. Da haben wir das aber. Jetzt überlege ich gerade, wir haben alles. Wir haben hier Ressourcen. Wir wissen in etwa den Weg. Ein paar Module für die Dinge hier könnten wir bauen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht. Danke. Super. Ich wüsste jetzt gerade nicht welche, weil für die. Also eins empfinde ich als notwendig, ist eben das Feuerlöschsystem, aber da fehlt uns ja noch das Quecksilber. Ja, von daher werden wir so lospaddeln. Allerdings nicht mehr in diese Folge, weil ich sehe, ich habe schon wieder weit überzogen. Ja, in der nächsten Folge legen wir dann aber endlich wirklich los. Wir nehmen den Weg zurück, den wir gerade hier wieder hergekommen sind. Und dann auf zum Wärmekraftwerk. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.